Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bauingenieurwissen. Hier sollt ihr die grundlegenden Informationen über alles, was das Bauen betrifft, erfahren und euch einfach verständlich Wissen vermittelt werden. In dem heutigen Video soll es kurz und bündig um die keramischen Werkstoffe mit deren Verwendung und ihrer Herstellung gehen. Gesteine, keramische Werkstoffe und Glas sind anorganische, nichtmetallische Bau- und Werkstoffe. Keramische Werkstoffe des Bauwesens werden vorwiegend aus Ton und Quarzsand hergestellt. Sie besitzen eine überwiegend kristalline Struktur. Wegen des hohen Schmelzpunktes werden sie im Allgemeinen in plastische oder pulverigen Zustand geformt und anschließend zur Verfestigung gebrannt oder gesintert. Das Endprodukt kann dann als Gebrauchs- oder Ziergegenstand oder eben als Bauteil und Werkstoff verwendet werden. Eingeteilt werden tonkeramische Werkstoffe nach ihrer Struktur, des beim Brennen erzeugten Schärfens und der Reinheit und Mahlfeinheit der Rohstoffe. Zu der Gruppe der Grobkeramiken zählen zum Beispiel der Ziegel, Tonrohre oder Klinker, die mit dem bloßen Auge noch erkennbare Inhomogenitäten haben. Man unterscheidet auch nochmal zwischen poröser und dichter Grobkeramik. Unterscheiden kann man das dann wiederum über die Wasseraufnahmebereitschaft. Wenn man also einen Ziegel in ein Wasserbad legt und er nach einer bestimmten Zeit sein Gewicht um mehr als 6% erhöht hat, dann weiß man, dass er zu der Gruppe der porösen Grobkeramik gehört. Die Feinkeramiken sind, wie der Name schon sagt, feiner als die Grobkeramiken und haben, wenn überhaupt, nur noch ganz kleine Inhomogenitäten, die man mit dem Auge nicht mehr wahrnimmt. Dazu zählen zum Beispiel Steingut oder Steinzeug, Fliesen, Steinzeugrohre oder auch das Porzellan als die wohl dichteste und feinste Keramik. Doch wie ist jetzt der Prozess für das Herstellen von Keramiken? Wegen der kovalenten Bindung besitzen keramische Werkstoffe einen hohen Schmelzpunkt und können daher nicht durch Erweichen, Schmelzen und Vergießen in eine bestimmte Form gebracht werden. Kovalente Bindungen sind chemische Bindungen, die für den festen Zusammenhalt von Atomen in molekular aufgebauten chemischen Verbindungen verantwortlich sind. Diese Form der chemischen Bindung, bei dem sich Elektronenpaare zusammenbinden, kommt besonders häufig bei den Nichtmetallen vor. Keramische Werkstoffe werden daher meist in einem Sinterprozess hergestellt. Als Ausgangsstoffe oder Rohstoffe kann man Nichtmetalle wie Kohlenstoff, Silizium oder auch Oxide wie Siliziumoxid, Eisenoxid oder auch oxidische Verbindungen und nicht-oxidische Verbindungen nehmen, die ganz normal in einem Steinbruch wie auch andere Bindemittel abgebaut werden können. Die gewonnenen Rohstoffe werden im nächsten Schritt aufbereitet. Dabei werden abhängig vom späteren Formgebungsverfahren die Rohstoffe zunächst gemahlen, dann gemischt und granuliert und noch einige Zusatzstoffe hinzugegeben. Diese Additive sollen die späteren Eigenschaften verbessern, als Brennhilfe dienen oder eben abhängig von der Formgebung die zu formende Masse verflüssigen. Die Rohmaterialien werden entweder als Pulver trocken in einer Form gepresst oder mit Wasser vermengt, sodass eine, wie schon angesprochene, formbare Masse entsteht. Einige kennen das sicherlich vom Töpfern, was vom Prinzip her nichts anderes ist. Bevor der Werkstoff gebrannt wird, wird ihm noch seine Form gegeben. Das kann über das Modellieren passieren, wie auch beim Töpfern, oder mittels Gießen oder Pressen. Gepresst werden keramische Werkstoffe entweder über Stempelpressen oder Strangpressen. Kurz vor dem Brennen werden noch flüchtige organische Verunreinigungen und Bindemittel durch eine Temperaturerhöhung entfernt. Dabei trocknet man das geformte Produkt, wo es auch zum Trocknungsschwinden kommt. Im nächsten Schritt geht es ans Eingemachte. Der Körper wird dann auf das 0,6 bis zum 0,9-fachen der Schmelztemperatur gebrannt, was abhängig von den Ausgangsstoffen und den Randbedingungen ist. Diese liegt in der Regel bei 800 bis ca. 1200 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur sintern die Ausgangsstoffe und verkitten sich so zu einem festen Produkt oder es kommt zu einer Kristallumwandlung und das geformte Stück verfestigt sich somit. Das bei der Herstellung des Formlings verwendete Wasser verdampft während des Brennens und hinterlässt Hohlräume, also Poren, deren Volumen durch die Zugabemenge an Wasser und Trocknen vor dem Brennen in der Brandvorbereitung kontrolliert werden kann. Im Anschluss werden die Produkte dann noch poliert, glasiert oder beim Strangpressen eben getrennt. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video war für euch wie immer interessant und ihr konntet etwas lernen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder detaillierter informiert werden wollt, lasst es mich wissen und schreibt dieses gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.